Ja, herzlich willkommen auf Zeitreisen, dem Kanal für deutsche mechanische Armbanduhren. Mein Name ist Hans-Peter Schwarzfischer und ich betreibe diesen Kanal in Kooperation mit Juwelier Gruber aus Rosenheim. Auf zeitreisen.de könnt ihr alle Infos und Reviews nochmal nachlesen und wir sind auch offizielle Händler von einigen dieser Marken und deswegen könnt ihr unter info@zeitreisen.de gerne ein Angebot anfragen. Meine Videos, meine Uhren-Reviews sind immer identisch aufgebaut. Zuerst sehen wir uns etwas den Hersteller an, dann die technischen Daten, dann die Besonderheiten der Uhren und am Schluss kommt dann mein Fazit und der Zeiteisen-Score. Heute habe ich von Zeppelin eine Neuheit mit dabei, die auch etwas in die Nachhaltigkeit geht. Also bleibt dran, wird mit Sicherheit ein interessantes Review. Die Marke Zeppelin ist eine Marke der Firma Pointec GmbH, die ihren Sitz in Ismaning bei München hat und wurde von Willy Birk 1987 gegründet. Die Pointec GmbH verbindet mehrere Marken unter einem Dach. Das ist einmal Bauhaus, Iron Annie und eben Zeppelin und eine Zeppelin 129 Hindenburg, so heißt die Uhr, haben wir heute dabei. Diese Luftschifffahrtskombination und so weiter ist Teil der Marke. Auch Iron Annie. Iron Annie ist ja auch so die Tante Ju, also dieser Wellblechflieger aus den 40er, 50ern. Und Zeppelin kennt natürlich auch jeder, diese Luftschiffe aus den 30ern. Und stellt so die Pionierzeit der Luftfahrt dar. Und Zeppelin greift diese 30er Jahre Optik etwas auf, lehnt sich an Fluginstrumenten an, so, das ist so dieser Style von Zeppelin-Uhren. Pointec-Uhren, also auch die Zeppelin, werden allesamt in Rula gefertigt, in einem Bauhausbau. In Rula ist ja auch eine Hochburg traditionell eine Uhrenstadt. Und hier wurden auch in Rula eigene Uhren produziert. Die heutige LZ 129 Hindenburg hat eine Besonderheit und alle Revisionsnummern, die mit Unterstrich N enden, haben die gleiche Besonderheit, nämlich sie haben nachhaltige Materialien verbaut. Diese 60641 Unterstrich N ist eben diese Version mit dem weißen Ziffernblatt und da schauen wir uns jetzt die technischen Daten an. Das Gehäuse ist ein 40 mm Edelstahlgehäuse, der Lack-to-Lack ist gemessen 45 mm, die Höhe der Uhr liegt bei 11 mm, wasserdicht ist sie bis 5 bar, das Uhrglas ist ein K1 Sicherheitsglas, der Boden ist ein Sichtboden, das Werk ist ein Citizen Miyota 82-1A. Die Gangreserve von dem Kaliber ist 40 Stunden, der Bannanstoß liegt bei 20 mm. Das Band ist ein schwarzes Textilband aus Meeresplastik, die Schließe ist eine Dornschließe und der Preis liegt bei 249 Euro. Eine der Besonderheiten bei dieser Uhr ist mit Sicherheit das Ziffernblatt. Das Ziffernblattmaterial besteht aus Eco-Keramik und Eco-Keramik ist besonders widerstandsfähig, also auch widerstandsfähiger wie normales Keramik, besteht aus erneuerbaren Rohstoffen wie zum Beispiel Sand oder Ton und kommt gänzlich bei der Herstellung ohne Chemikalien aus. Also hier der Umweltgedanke beim Ziffernblatt schon mal gegeben. Die Farbe des Ziffernblattes ist rein weiß, also ohne Schnörkel, ohne Reflexionen, ein rein weißes Ziffernblatt. Sieht eher so nach matten Email aus, also von der Optik her. Ich denke mal, das kommt in die Bilder nicht so rüber, aber die Uhr, wenn man sich live ansieht, das ist so ein mattes Weiß, richtig satt. Die Indexe sind ganz dünne, hauchdünne Metallblättchen, die geschwärzt sind. Also sieht von der Weite auch wieder schwarz aus. Wenn man das unter der Lupe ansieht, sieht man, dass das Metallindexe sind, die aufgesetzt sind auf dem Ziffernblatt.
bei 12, 3, 6 und 9 Uhr sind arabische Ziffern in gleicher Weise aufgebracht, also auch ganz hauchdünne Metallplättchen. Der Zeigersatz ist ja, ein klassischer Nadelzeiger mit ja, das ist schwarzes Metall und ist schwarz lackiert. Bei 3 Uhr gibt es noch ein Datum, das allerdings so klein ausfällt, dass es für mich jetzt als Brillenträger extrem schwer abzulesen ist. Aber immerhin ist es vorhanden. Das 40 mm Gehäuse ist voll poliert und ist ganz schlicht gehalten. Hat oben eine gefasste Lünette, auch ebenfalls poliert. Also ganz schlichte Optik. Beim Kaliber setzt Zeppelin auf Citizen Miota und zwar auf das 82-1A Kaliber, das in dieser Ausprägung hier so goldfarben ausgelegt ist. Diese Kaliber sind von der Werksangabe liegen bei minus 20 bis plus 40 Sekunden am Tag. Wobei das eine sehr weite Range ist und alle Uhren, die ich jetzt immer messe auf unserer Zeitwaage, sind also wesentlich genauer. Bei der Version habe ich jetzt gemessen, die liegt so bei 12 Sekunden plus. Diese Kaliber haben 40 Stunden Gangreserve und das ist, denke ich mal, wenn man preis-leistungsmäßig das betrachtet, völlig ausreichend. Der Tragekomfort dieser Uhr ist mit 40 mm und 45 mm Lack-to-Lack jetzt für Handgelenkumfänge ab, sagen wir, 18 cm gut tragbar. Ist ja immer individuell, also ist ein sehr gerader Boden und somit liegt er auch schön auf dem Handrücken an. Und ja, der Tragekomfort wird unterstützt noch durch dieses spezielle Meeresplastik-Recycle-Armband. Das hat so von der Haptik innen wie Leder, wie so Kunstleder, ist sehr flexibel und hat auch den Vorteil, dass es mal nass werden darf, ohne dass sich da die Qualität verändert. Bei dem Armband mit diesem Meeresplastik ist auch noch klar, ist auch so Teil dieser Umweltstrategie für diese Uhr oder von dieser Uhr, dass eben da nachhaltige Materialien verwendet werden. Finde ich persönlich jetzt sehr gut. Auch das Armband, gut, es ist jetzt so textilmäßig und innen Leder, passt gut zum Style der Uhr. Ja, und jetzt kommen wir noch zum Preis. Diese Uhr kostet 249 Euro. Dafür bekommt man schon fast keine Quarzuhr mehr und wie gesagt, das ist eine Automatikuhr, eine mechanische Automatikuhr für 249 Euro, also absolut top. Ja, mein Fazit zur LZ129 Hindenburg. Ich finde es persönlich gut, wenn Uhrenhersteller in diese Umwelt oder diesen Umweltgedanken mitverarbeiten. Bei dieser Zeppelin eben ist es ein spezielles Ziffernblatt, das aus nachhaltigen Materialien hergestellt wird und dabei auch noch gut aussieht und robust ist. Das zweite eben dieses Armband aus Meeresplastik. Wir wissen alle, dass Meeresplastik massiv die Umwelt beeinträchtigt. Und der Gedanke, es wird jetzt mit diesen Uhrbändern wahrscheinlich nicht behoben sein, aber zumindest ein kleiner Anfang ist gemacht und das ist ein ganz guter Gedanke und sollten vielleicht mehr aufgreifen. Es ist eine unauffällige Alltagsuhr, wie ich finde, sportlich sehr reduziert, also eher so fast im Bauhausstil mit dem weißen Ziffernblatt und den schwarzen Indexen. Nicht viel los auf dem Ziffernblatt, was sie schlicht macht und was sie eigentlich schön macht. Auch das Gehäuse ist unauffällig. Diese Uhr lässt sich eigentlich überall tragen, ist eine eher in die sportliche Richtung, würde ich sie eingruppieren, aber trägt sich beim Anzug genauso wie zum T-Shirt. Der Preis von 249 Euro ist absolut unschlagbar, auch wenn jetzt das Uhrwerk einem ETA-Werk natürlich nicht das Wasser reichen kann, das ist klar, aber Preis-Leistung ist auf alle Fälle absolut top bei dieser Uhr. Als Einstieg in die Sammlerwelt würde ich diese Uhr auch empfehlen. Sie hat alles, um sich mit mechanischen Uhren einmal anzufreunden, auseinanderzusetzen. Ist auch durch die goldene Farbe optisch ganz nett anzusehen durch den Glasboden. Also
Für jemanden, der eine Sammlung beginnen will und nicht sehr viel Geld ausgeben möchte, um einfach mal zu sehen, ob das als Hobby was für einen ist. Die Zeppelin ist hier, denke ich mal, eine absolute erste Uhr, um in das Thema mechanische Uhren einzutauchen. Ja, zuletzt gibt es immer noch, ihr wisst, meinen Zeiteisen-Score. Ich gebe der LZ129 Hindenburg mit dem Eco-Keramik-Zifferblatt für das Aussehen eine 6, für die Verarbeitung eine 6,5. 0,5 Punkte gehen hier auf die Nachhaltigkeit. Die Technik ist eine 5 für mich, die Funktionen eine 5, eine Dreizeiger mit Datum. Der Tragekomfort ist eine 8, die Wasserdichtigkeit mit 5 Bar eine 3. Preis-Leistung eine 8,5, macht eine Summe von 42 von 70 Punkten. Ja, wer es noch nicht weiß, 1 ist nicht vorhanden oder wenig ausgeprägt und 10 wäre der Maximalwert, was bei 7 Kriterien 70 Punkte maximal macht. Ja, das war's mit dem Review der LZ129 Hindenburg mit dem Eco-Keramik-Ziffernblatt. Nächste Woche werde ich nochmal eine Zeppelin vorstellen, eben weil eben Zeppelin Neuheiten rausgebracht hat, die ich vorstellen möchte. Bleiben wir mal zwei Videos bei dem Thema. Ja, wem dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer um einen Daumen hoch freuen. Bringt den Kanal weiter und ja, wer kein Video mehr versäumen möchte, wisst ja, abonnieren und Glocke drücken hilft. Ja, wen diese Reviews in Papierform oder in Leseform, so muss man sagen, interessiert, auf zeiteisen.de. Im Magazin kann man alle Reviews und noch weitere Infos nachlesen. Wen die Uhren interessiert, wie eingangs schon erwähnt, unter info@zeiteisen.de könnt ihr jederzeit ein Angebot anfragen. So, jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit mit vielen Grüßen aus Rosenheim.